stand heute auf und war noch ziemlich ramponiert. Streckte mir die Zunge raus und war noch nicht rasiert. Fühlte mich nicht ausgeschlafen, war noch nicht gekämmt. Ich fand meinen Schlips nicht und ich suchte nach dem Hemd. Doch da kam sie durch die Tür, was ich suchte, gab sie mir. Wieder spürte ich genau, sie ist ein Engel, meine Frau. Und ich nahm mir vor, heut ganz besonders nett zu sein, denn ich weiß, für meinen Schatz gibt's keinen Ersatz. Für meinen Schatz gibt's keinen Ersatz. Und wie immer stand das Frühstück pünktlich auf dem Tisch. Toast und Brötchen waren knusprig und der Kaffee frisch. Manchmal frag ich mich, wie sie das alles bloß so schafft. Woher nimmt das Weib dazu die Laune und die Kraft? Und da hab ich mir gedacht, manches hab ich falsch gemacht. Schon früh morgens ist sie schön, ich hab nicht mal hingesehen. Heut nehm ich mir's nicht nur vor, besonders nett zu sein, denn ich weiß, für meinen Schatz gibt's keinen Ersatz. Für meinen Schatz gibt's keinen Ersatz. Womit hat ein Kerl wie ich es eigentlich verdient, dass ihn seine Frau von früh bis abend so bedient? Ab morgen wird die Sache anders, das steht eisern fest. Ehe sich vielleicht ein anderer von ihr Frühstück machen lässt. Morgen früh bin ich rasiert und nicht mehr so ramponiert. Ohne Zeitung setz ich mich an den schön gedeckten Tisch. Und ich schau ihr in die Augen, geb ihr einen Kuss, denn ich weiß, für meinen Schatz gibt's keinen Ersatz. Für meinen Schatz gibt's keinen Ersatz. Für meinen Schatz gibt's keinen Ersatz. Für meinen Schatz gibt's keinen Ersatz.